Hi, guten Morgen, ich bin's wieder. Live aus dem Leben, auch wieder nicht so gedacht dessen, was ich gerade erlebt habe. Jedoch finde ich, sind die Sachen, die einfach jetzt geschehen, jetzt da, und deswegen werde ich sie nehmen und einfach mal Bescheid geben. Ich war gerade da einkaufen. Also ich war beim Joggen, dann war ich einkaufen, dann komme ich raus vom Einkaufsdings. Es steht da so ein Fahrrad mit einem Kinderanhänger dran. Also es geht wieder um die Kinder und um die Eltern. Sitzt da so ein kleines Kind drin, angeschnallt in diesem Anhänger. Keine Mutter weit und breit. Da hinten, ein bisschen weiter weg, war eine Frau, die auch da und geguckt habe. Ich mir gedacht, das ist vielleicht die Mutter. Also ich bin da gestanden, geblieben und habe Ausschau nach der Mutter gehalten. Es war keine Mutter ersichtlich. Dann habe ich zu der Frau gesagt, sind Sie die Mutter, oder? Weil sie mich die ganze Zeit anschaut. Dann sagt sie, nee, aber ich achte auf das Kind. Und dann habe ich gesagt, ah ja, okay, Sie also auch, sage ich, wie kann jemand das Kind hier draußen stehen lassen, was super, super gefährlich ist. Und so viele Kinder werden pro Tag einfach entführt. Und dann bin ich da halt auch stehen geblieben und habe einfach gewartet. Neben ein bisschen in Abstand zu dem Kind. Und dann kommt die Mutter raus. Schaut mich schon an, wie, weiß ich nicht, als ob sie mich auffressen würde. Und sie hat nichts gesagt. Aber ich habe dann gefragt, sind Sie die Mutter von dem Kind? Ganz freundlich, dann hat sie, ja, ja. Wieso? Dann sage ich, ja, weil wir uns gewundert haben, dass das Kind da allein ist. Und dann hat sie gemeint, ja, ich habe ja von drinnen, ich stand da an der Theke und habe das Kind die ganze Zeit im Auge gehabt und beobachtet. Und ich habe sonst nichts weiteres gesagt. Und sie hat mir den Rücken zugewandt und war ziemlich sauer, obwohl ich weiter so nichts gesagt. Ich habe nur gesagt, ja, wir haben uns nur gewundert, dass das Kind allein da ist. Dann hat sie nochmal gesagt, ich habe das Kind von da drin gesehen. Aber jetzt frage ich dich. Sie war irgendwo ganz da drin, im Dunkeln. Ja, ich habe sie nicht gesehen. Sie war meterweise weg. Und wie schnell geht es, dass einer zack mit dem Kind davonläuft und ins Auto steigt? So schnell kann die gar nicht rennen. Oder eine Sekunde, wenn sie in den Geldbeutel schaut, Geld rausholen will, zahlen will, sie wird irgendwann abgelenkt sein. Oder nicht? Und dann flaunt sie mich an, war total wütend. Und dann gesagt, ja, ich muss mir nicht sagen lassen, wie ich mit meinem Kind umgehe oder wie ich mit meinem Kind aufpasse. Dann habe ich gesagt, nee, habe ich auch gar nicht. Ich wollte einfach nur da sein und sonst nichts. Upsi. Und sie war total unfreundlich und hat mich angeschrien direkt. Also an der Reaktion alleine zeigt sich eigentlich, dass da einiges im Argen liegt, weil sonst hätte sie nicht so stark reagiert. Ich warte mal, bis der Lärm weg ist. Wahrscheinlich irgendwie schon ein schlechtes Gewissen gehabt haben. Das geht ja gar nicht, sonst hätte sie nicht so stark reagiert. Sondern ich habe dann zu ihr gesagt, naja, also hier haben zwei Leute auf ihr Kind aufgepasst sozusagen, Verantwortung übernommen, damit dem Kind nichts passiert, weil einfach nicht ersichtlich war, wo die Mutter ist. Und sie hätten sich auch in der Theorie bedanken können bei uns. Warum schreien sie mich an? Ja, ist eine gute Frage, finde ich. Also Punkt 1, die Frau hätte nicht so stark reagiert, wenn sie nicht genau gewusst hätte, dass das richtig ist, was ich gesagt habe. Und dass sie ein schlechtes Gewissen hatte, weil sie es auch noch wusste. Ganz einfach, ich schätze mal, sie war zu faul, das Kind rauszuholen, hatte keinen Bock und dachte vielleicht auch, ich gehe jetzt mal da einfach schnell rein. Aber so funktioniert das Elternsein nicht wirklich, weil das kleine Kind braucht Schutz, und zwar ständig. Ja? Wie viele Kinder werden pro Tag entführt? Verkauft, keine Ahnung. Die Leute regen sich auf über pädophilen Ringe. Ich meine, wenn die Kinder angeboten werden, ich sag's mal ganz krass, ja, dann ist das schon die Verantwortung der Eltern. Also pass auf dein Kind auf.
Und lass es einfach nicht allein beim Einkaufen vor dem Wagen stehen. Ich habe neulich auch wieder ein ganz kleines Baby gesehen, wo ich mir auch gedacht habe, Mann, noch schlimmer. Das ist noch nicht mal angeschnallt oder so. Das lag einfach da drin und ich stand davor und denke, wieder keiner weit und breit. Also, wieso regen sich die Leute eigentlich auf? Ja. Hinterher großartig schreien ist nicht das, was es bringt. Das hilft den Kindern nicht. Ja, sondern die Eltern müssen die 100%ige radikale Verantwortung übernehmen für ihre Kinder und für den Schutz und sich nicht hinterher großartig aufregen, dass irgendwas passiert ist oder dass sie ihre Kinder nie wiedersehen oder missbraucht oder weiß ich nicht was im Graben finden, keine Ahnung, oder nie mehr wieder auftauchen. Ja, das wünsche ich niemand und wir haben trotzdem einfach die Verantwortung. Dafür bist du Eltern und übernehmen sie auch. Und das musst du dir einfach auch vorher überlegen. Ja? Ganz einfach. Okay, bis dann. Alles Gute. Baba. Und misch dich ein, wenn du sowas siehst. Ganz einfach. Es ist unser aller Verantwortung. Ich sehe das auch als Gemeinwohl. Ja? Und dem. Ja, wir sind auch für uns alle verantwortlich. Nicht nur immer ich. Bis dann. Und pass auf dich auf und auf die Umwelt. Ciao.